Es geht wieder und ich sage noch einmal herzlich willkommen. Falls ihr das eben übersprungen habt, diese Folge, in der ich nur geflucht habe, weil alles daneben ging. Es ist mal wieder alles, Fraps schmierte ab und es ging dann auch alles nicht mehr und ich habe Frustfressen betrieben und ja. Wir haben hier zwar weitergespielt, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert hat oder ob ihr gleich, also in der letzten Folge, nur meine Webcam hattet oder ob das tatsächlich aufgezeichnet hat. Falls nicht, wir haben nur rausgefunden, dass irgendwie ein Mann verschollen ist im Norden, den wir suchen sollen, und wir haben den Mann gefunden, der ganz zu Anfang bei unserer ersten wirklichen Quest der Familienvater da war, und er ist abgehauen und wir konnten ihm sagen, euren Sohn haben wir gerettet, und er meinte, super, schaut doch mal vorbei, kriegt er was für. Und wir wissen immer noch, wir haben den Hauptmann zu töten auf dem Friedhof von den Toten, sowie einen Blutbaron und so einen gefallenen König, die drei Untoten. Wir fangen jetzt ein letztes Mal an, weil dann habe ich echt keine Meinung mehr. Wenn das wieder nicht klappt, dann... Ich habe jetzt auch auf die richtige Festplatte zum Aufnehmen gestellt. Dann werde ich das alleine weiterspielen. Es tut mir leid, aber das hat nichts mit Egoismus zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich nicht kein Hampelmann bin. Also tut mir leid. Dann finden wir was anderes zu spielen. Das hier ist alles Spaß. Keiner zwingt uns, jedes Spiel durchzuzocken. Ich werde dieses Spiel auf jeden Fall bis zum Ende zocken, weil es einfach mega geil ist, aber wenn das so nicht funktioniert, ne, also wie gesagt, ich bin ja kein Hayopai. Was ist los, Kleiner? Möchtest du mir heute noch was erzählen oder soll ich mein Zeltlager aufschlagen? Heute ist der Todestag meiner Mutter. Eigentlich lege ich immer Blumen an ihrem Grab nieder, aber jetzt will die Wache mich nicht mehr auf den Friedhof lassen. Sie wird traurig sein, dass sie keine Blumen bekommt. Und das wird sie ganz bestimmt, wenn sie tot ist. Sie wird das sicher verstehen gleich. Ja, soll ich das nicht machen? Ich schon mal auf dem Weg bin. Soll ich ihr die Blumen bringen? Das würdest du tun? Hier, ich habe einen besonders schönen Strauß gepflückt. Und grüß sie von mir. Ich habe die Befürchtung, wir müssen gegen diese Mutti kämpfen. Das mache ich. Wir sind ja nett, aber gibt's hier noch irgendwas versteckt? Einfach nur so ein Feld zur Zierde. Schön gemacht zumindest, dass man da so viele Dinge hat, die unnötig sind. Nee, also ehrlich jetzt. Hey, was willst du hier? Komm nicht auf die Idee, meinen Stallburschen von der Arbeit abzuhalten. Dieser faule Junge hat keine Pause verdient. Seid ihr nicht etwas hart zu ihm? Zu jungem Pack kann man gar nicht hart genug sein. Das möchte ich jetzt nicht zweideutig ausrollen. Ist das der Stallbursche? Tut mir leid, ich habe keine Zeit zum Reden. Ich muss arbeiten. Warum seufzt du? Ach, es ist nichts. Nun komm schon, raus damit. Also, weißt du, es gibt da dieses Mädchen. Es hat mich Tage gekostet, um mich zu überwinden, sie anzusprechen. Jetzt wollte ich mich mit ihr treffen, aber dieser Schinder lässt mich nicht gehen. Und, weiter? Wenn ich nicht erscheine, trifft sie sich vielleicht nie wieder mit mir. Und ich muss arbeiten, ist keine gute Ausrede. Hey, könntest du ihr nicht irgendwas erzählen? Damit sie nicht sauer ist. Ich soll für dich lügen? Nicht direkt lügen. Vielleicht übertreiben. Bitte. Sie wartet am Dorfplatz auf mich. Na gut. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Danke. Bis dann. Also wir als mächtiger Held müssen uns natürlich auch um das gemeine Volk kümmern. Eine Robe unterm Gras, da hätte ich die jetzt auch vermutet. Naja, das können wir noch schnell machen, oder? Also, Spiel, ich sage dir, du stürzt jetzt nicht nochmal ab, sonst werde ich wirklich aggressiv. Das war eben nämlich noch gar nichts. Mein alter Ego hat sich noch sehr zurückgehalten. Ich habe herausgefunden, man kann... Man kann zwar nicht mit NF, mit den Funktionstasten, aber man kann hier 1, Blitzschlag 2, Heilige Klinge,
Segen des Bewahrers. Erdbeben. 3. Kann man hin und her schalten. Sprungangriff finde ich jetzt ist doch eher was für eine 2. Dann ist das hier eher eine 4. Ne? So, und wenn ich jetzt auf 1 drücke, Heilenhorns, auf 2 greifen wir an. Also man kann mit den normalen Zahlentasten schon hin und her schalten. Und mit der Leertaste können wir einen Heiltrank einfach mal so einsetzen. Finde ich auch schön. Was ist denn hier hinten los? Was ist das denn? Müssen wir mit dem Stein rammeln? Achso, das heißt nur, dass es ein Händler ist. Okay. Dann ist das gelbe Ding da. Die Frau auf dem Marktplatz? Ja. Hallo, kann ich was für dich tun? Wartest du auf Heim? Ja, warum? Kommt er etwa nicht? Ich fürchte, er wird sich verspäten. Was? Warum? Was soll der Unsinn? Ich warte hier schon ewig und jetzt kommst du und erzählst mir, dass er nicht kommen wird. Was soll das Ganze? Ewig? Wir sind hier eben auch gewesen. Das ist wieder Frauenlogik, ne? Das ist, ja. Er muss arbeiten, ist eine schlechte Ausrede, haben wir verstanden, ja. Er hat mir heldenhaft das Leben gerettet. Er hat versucht, mich zu retten und sich dabei verletzt. Genau. Weil wenn er mir das Leben gerettet hätte, dann wäre er ja auch mitgekommen. Aber er hat sich dabei verletzt. Er hat versucht, mich zu retten und sich dabei verletzt. Verletzt? Oh, der Arme. Ich sollte dringend nach ihm sehen. Ich glaube, er braucht jetzt vor allem Ruhe. Ob es ihm schon besser geht? Du solltest dich noch etwas gedulden. Genau. Ah je. Aber es macht auch Spaß, solche kleinen... Oh. Da seht ihr den Schild da unten. Den hab ich auch da hinten in der Ecke stehen. Also für den nächsten Angriff bin ich gewappnet. Ja, aber jetzt scheint ja alles zu funktionieren. Nach kleinen Anlaufschwierigkeiten hat Lachten wohl auch an der befackten Festplatte da unten. Also... Ich sag da nichts mehr zu. Nein. Und da stehe ich drüber. Tja, ich bin letzte Woche eigentlich. Ach, ich hab schon viel länger nicht gespielt. Ist schlimm. Ich bin krank. Ich dachte eben, er stürzt wieder ab. Er hat nur die Umgebung geladen. Ich dachte, mein Herz hat eben kurz angehalten. Und in mir hat mein alter Ego sich gemeldet und hat gesagt. So, mein Lieber, let's get ready to rumble. Aber dann ging's wieder. Wollt ihr auf den Friedhof? Das kann ich euch nicht empfehlen. Ich möchte hier keine Hotelempfehlung. Ja, warum denn nicht? Warum nicht? Weil es dort zur Zeit von Untoten nur so wimmelt. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich die alleine aufhalte. Im Altenheim auch so. Welche von denen über die Brücke kommen. Ja. Aber wieso schiebst du dann allein Wache? Es sind einfach nicht genug Wachen da. Wir wurden ja nicht hierher geschickt, um das Dorf gegen Dämonen, Diebe und Untote gleichzeitig zu verteidigen. Aber bald wird unser Hauptmann mit weiteren Truppen zurückkehren. Dann wird alles gut. Dann kann ich dir nur viel Glück wünschen. Wollt ihr auf den Friedhof? Das kann ich euch nicht empfehlen. Ich muss aber auf den Friedhof. Nun, ich halte euch nicht auf. Geht ruhig hinein. Doch wenn ihr wieder zurück ins Dorf wollt, werde ich euch aufhalten. Und warum das? Weil ihr dann tot sein werdet. Untot, um genau zu sein. Warten wir ab. Ja, der vertraut uns wohl nicht so ganz, oder? Sagen wir mal so, er traut uns nicht viel zu. Ist die Umgebung dunkler geworden? Der äußere Friedhof. Oh, was ist denn das da? Krebschen? Wir hatten mal so einen Spastiker bei uns in der Berufsschule und der hat sich genauso bewegt und auch mit der Geschwindigkeit. Der hält aber was aus. Das eine Sample, was da eben benutzt wurde, gab es auch mal in Diablo 2. Also ja, das gefällt mir schon, aber es ist sehr viel kopiert. Ne? Was ist das denn? Skelettkrieger. Ich muss weiter weg. Ich muss weiter weg. Okay. Ja, also ich bin gerade ein bisschen... Nee, das ist schön. Seid mal ein bisschen netter zu mir. Schön, unser erster Sprungangriff. Was waren das eben für Handschuhe? Ausbalancierte Panzerhandschuhe der Standhaftigkeit. Ah, ich habe bessere da hinten in der Ecke liegen. Erholungsgeschwindigkeit, Schwingung, Treffer 15%. Was haben wir denn für welche an? Stabile Panzerschläge, Gesundheit sind viel besser.
Oh, ich bin müde, aber ich bin einfach zu... Nein, ich muss jetzt zocken. Ich muss zocken. Ich will zocken. Oh, oh. Ah. Schön, dass ich das jetzt auch alles mit Shortcuts hinkriege. Komm, lass dich doch nicht von den Knochenhaufen umschmeißen. Ach ja, schön. Endlich mal wieder... Endlich mal wieder eine Session. Me very like. Ah ja, ich bin also vor über einer Woche, Donnerstag, Freitag, wieder mit dem Fahrrad hergekommen. In Pott gefahren, war total kaputt und hab bei Bekannten gepennt und am Wochenende war Fettfete. Sterbt doch endlich mal. Ja, am Sonntag ein bisschen abspannen, war dann aber mit einem anderen Kumpel dann aber teilweise auch wieder in Hannover, um Computer und so abzuholen. Ich bin einfach mitgefahren, weil der einen anderen Kumpel nach Lüneburg bringen wollte. Und Montag haben wir dann nach kurzen Anlaufschwierigkeiten den Sprinter von Six geholt und los ging's. Ja, jetzt bin ich halt seit Dienstag hier. Seit Dienstagmorgen und habe eigentlich soweit das große Zimmer hier, was ich als alles mögliche Zimmer nutze, soweit eingerichtet. Ja, das Bad habe ich jetzt hier eben auch weiter bearbeitet, das werde ich morgen nochmal putzen. Und dann werde ich mich morgen um mein Schlafzimmer kümmern, dann ist bald auch mal alles tutti. Montag geht zu den Ämtern. Anmelden, blablabla. Dienstag werde ich dann Internet bekommen, endlich. Hey, guck dir die Waffe an. Die ist doch viel besser als deine. Wo? Ah. Naja, es ist aber eine Zweihandwaffe. Bin ich nicht so für. Ja, und ich meine, auf Facebook werde ich wahrscheinlich hunderte Benachrichtigungen haben und daher auch Dienstag nichts anderes zu tun haben, als nachzugucken. Und auch sonst werden sich die Nachrichten tummeln. Mittwoch nochmal kurz zur Bank und ab dann suche ich mir auch einen Job. Weil ab dann bin ich soweit mit allem fertig und ich habe Zeit, Kohle zu verdienen. Wird ja auch mal Zeit, ich lebe hier von der Hand im Mund. Naja, und morgen hole ich mein Fahrrad aus Duisburg ab. Ich gehe zu Fuß 35 Kilometer. Unterwegs strecke ich mal den Daumen raus. Per Anhalter. Klappt schon. So spare ich sicher den ein oder anderen Kilometer. Ist da jemand? Vier sind schon, aber die müssen auch mal treffen. Dann technisch gesehen dürfte er nicht so viel aushalten, wenn er gerade aus dem Boden kommt. Ist hier das Grab der Mutter oder was? Naja, auf jeden Fall. Und auf dem Rückweg fahre ich dann durch Gladbeck, da ist eine kleine Fete am Abend. Weil ich muss auch mal raus. So ohne Internet, wo man sowieso schon klinisch tot ist und dann auch noch nicht so viele direkte Bekannte hier in der Ecke. Also jetzt in Gelsenkirchen selbst. Fällt einem die Decke auf den Kopf. Was ist das? Verwitterter Grabstein. Oh, jetzt haben wir die Blumen abgelegt. Das ist nicht schön. Nee, das gefällt mir, so kleine Sachen. Hm? Ich brauche sowieso keinen Mana-Trank, aber... Also noch nicht. Vielleicht ändert sich das ja mal, aber als Paladin... Naja. Ich bin selbst... Da kann ich nicht hin. Warum nicht? Kannst du doch, siehste. Oh, Männer. Nee, ich bin froh, dass ich eigentlich trotz der langen Zeit des Nichtspielens immer noch recht Bescheid weiß.
troll mich nicht. Die halten hier ziemlich viel aus, die Viecher, ne? Allgemein. Bei den meisten Hack and Slays, so, na gut, ich bin ja auch eher die MMORPGs gewohnt. Da muss ich die Viecher nur schief angucken, die fallen tot um. Ah, mein Hals. Ah, das ist so richtig so kleiner Game-Orgasmus, jetzt mal wieder was Vernünftiges zu zocken. Immer wenn der hakt, habe ich Angst, dass er wieder abstürzt. Oh. Versteck. Lass mich das Grab ausrauben. Oh, was ist das denn? Die ist doch viel besser als deine. Weg hier, weg hier. Kirill, das ist doch der. Erstmal kleinen Viech tot machen, weil die machen auch Mist. Das ist der komische Hauptmann. Ja, wir haben ja noch Heiltränke. Und du bist Kirill. Hab ich schon gehört den Namen. Ich glaube, das ist der Böse, den wir kaputten sollen. Die Rüstung hier sieht aus, als hätte sie genau deine Größe. Ja, wie alles hier, ich merke das schon. Schön. Ich habe mir den schwieriger vorgestellt, aber wir sind halt doch schon ziemlich mächtig. Wirst du wohl. Nein. Doch. Ist ja auch schön, was für eine Ecke ich hier wohne. Ich werde ja jetzt auch dem nächsten Vlog von machen und ich werde ein Programm programmieren, mit das sozusagen eine virtuelle Tour durch meine Wohnung darstellt, wo man das selbst lenken kann. Das gleiche werde ich gerade für meine Familie auch nochmal von Omas Haus machen. Und ich arbeite auch an meinem Computerspiel weiter, ja. Aber das sind jetzt alles eher Nebensächlichkeiten, die ich nebenbei mache. Priorität ist natürlich dann auch erstmal auf Kohle verdienen, weswegen ich jetzt nicht eins nach dem anderen raushaue, so Sachen in der Art. Das ist wie gesagt Hobby. Ich muss mir jetzt was suchen. Es bezahlt mir keiner mehr, also ne, alles. So 400 Euro im Monat brauche ich schon noch so zusätzlich. Zur Bude, die mir ja unterhaltsmäßig bezahlt wird. Aber, ja, wie soll ich sagen, ich möchte noch viel, viel mehr verdienen, damit ich möglichst schnell alle meine Schulden los bin und mir kaufen kann, was ich möchte. Also ein neuer Computer, ein Sofa, Sachen halt, Kleinigkeiten, ein Sodamax, damit ich das Leitungswasser auch mal mit Sprudel versetzen kann, was ich mir mal ziehe. Bams! Ja, so ist das. Ich bin gerade ein bisschen. Ich habe mich auch schon über mein Handy geärgert, wo einfach der Akku ausging und so. Man muss sich dauernd ärgern über alles Mögliche, ne? Das ist schon grausam. Die machen Geräusche hier. Kommt man sich vor wie in einer Gironto. Naja, von der Vitalität her ist das ja auch sehr ähnlich. Da kann ich doch, nicht da kannst du hin. Da kann oder ich kannst nicht du doch hin. Siehst du, wo du da hin kannst. Wo ein Weg ist, da ist sicher auch ein Wille. Kloppen wir erstmal die nieder, die schon wach sind. Der eine, der wartet auch direkt brav. Der steht da nur rum. Das ist ja gut für uns. Ach, wisst ihr was? Warum nutze ich dauernd Heiltränke? Ich kann auch selbst mal heilen. Weil ich schon kann. War das ein Amulett? Ja. Das war's.